Einigermaßen. Ja, ich höre dich einigermaßen und so weiter geht's. Moin. Moin again. War das jetzt der Spinnenweg oder war das jetzt separat? Das war separat. Oh, noch mehr Eisen. Ich habe immer Angst, dass es eine Falle ist, dass ich das Eisen wegbaue und dahinter ist Lava. Das kann passieren, ja. So ein auf ne 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 ne. Also ich glaube, direkte Fallen hat man nicht gebaut, wenn, dann ist das wirklich ein Zufall. Ein dummer Zufall, aber passiert. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt eigentlich keine Lust auf noch ein Spinnennest zu treffen. Ich habe nicht mal annähernd den Weg gefunden, den ich eigentlich absuchen wollte. Stattdessen bin ich in einem Spinnennest gelandet. Juhu. Alles erleuchtet, alles schon abgefarmt. Ich sollte hier mal eine Brücke bauen. Tüllig, 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 ey. Ich sollte hier mal in der Brücke bauen. Okay. Das ist wirklich so mein Zombie-Lockruf. Ich sollte wirklich eine Brücke bauen. Ja, total, ey. Ich erforsche mal diese Höhle. Ich sollte mal eine Brücke bauen. Hey, könnt mich alle mal an meinem Müll lecken, ehrlich. Ja, ist klar. Bin ich schon wieder hier gelandet, oder? Ich will Zäune holen und Holz. Beim letzten Mal habe ich mir das gar nicht getraut, das abzubauen, weil ich dachte, da passiert irgendwas Schlimmes. Oh, Eisen. Memo an mich selbst, nie wieder Blöcke abbauen, die direkt über mir sind. Wieso will ich das Wasser überhaupt finden? Ich höre das Wasser. Ich denke die ganze Zeit nur, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen sprechen, wenn ich schon Let's Playe. Timmy-Kollegen ist übrigens in der Folge nicht wieder dabei. Sie ist so halb mit einem Auge dabei, während ihr ganzer Körper ein Meerschweinchen knuddelt. Irgendwie stelle ich mir das ziemlich pervers vor, wenn man das so hört. So, das ganze Ding auseinanderzunehmen, halte ich jetzt für keine gute Idee mehr. Oh, hier sind noch Schienen. Das nervt mich. Ich will wissen, was bei den Spinnen ist, aber ich schaffe das doch nicht. Ich denke mal. Oh. Ich sollte von oben runterbuddeln einfach nochmal. Und dann. Oh, fuck. Dauert ja lange ohne Axt. Ah, der Weg. Ich hätte auch noch ein Gebiet nicht erforscht, weil ich mich nicht getraut habe. Was häufig der Grund in Minecraft ist. Ja, da war ein großer viereckiger Raum mit Wasser am Boden. Das Wasser konnte ich abstellen. Dann kommt eine Treppe hier aus Stufen Wie hier. abstellen? Ich habe einfach Löcher in die Steine in die Löcher gestopft. So. Ja, Moment, eins möchte ich wissen. Ist das abgelaufen? Ist verschwunden dann ja. Bei mir ging das letztlich nicht. Ich hatte eine Version, da habe ich Wasser, da habe ich die Steine gekannt, das ist einfach unten drunter weitergelaufen. So, okay, toll, Das super. stelle ich mir nervig vor. Das war sehr, sehr nervig. Das kann es mir echt nicht geben. So, und hier habe ich irgendwo dann kalte Füße bekommen. Ist das der Spinnenraum? Mache ich den gerade wieder auf? Ich steige jetzt in diesen Warum sind, Hain. naja, weißt du, es gibt Schilde. Warum stellst du dir denn nicht mal zur Erinnerung Schilde hin? Ich hatte das Problem auch, dass ich mich immer verlaufen habe. Und irgendwann habe ich angefangen, links, rechts, oben, unten hinzustellen, damit ich auch wirklich wusste, wo es rausgeht. Das hat mir echt geholfen.
Ja, der Gang, den ich eigentlich erforschen wollte, der ist jetzt gar nicht mehr so mysteriös, weil der mich an einen Ort wieder direkt wieder ins alte Tunnelsystem geführt hat. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen doch, was. Da ist wahrscheinlich nichts. Ich sollte mal wieder Nur ein weil bisschen da was. Zombie Horden sind, muss da noch lange nichts sein. Das war der Spinnenweg, da habe ich kein Interesse dran, nochmal zu spielen. Die dürfen alleine Außer, ich spielen! erzähle jetzt, vielleicht ist es auch so, dass es jetzt wirklich, dass Zombies irgendwas bewachen oder so, keine Ahnung. Kann sein, dass ich Scheiße erzähle. Ich sage, ich kann es nur so erzählen, wie es halt noch dann damals kannte. Sondern haben diese Zombies genau dasselbe System wie Resident Evil. Oh, jemand, den ich fressen könnte. Ich muss mich lautstark bemerkbar machen. Komischerweise fressen sie keine anderen Dörfler. Vielleicht, weil wir eine Seele haben. Wisst ihr was? Ihr Blöcke, ihr nervt mich. Ja, man weiß ich, dass ich Holz gefahrlos abbauen kann, weil Lava werden die ja wohl kaum aufhalten. Wirklich. Sehr gutes Argument. Dankeschön. Dein Kompliment beflügelt mich zu neuen Höchstleistungen. Lol. Und wieder aufwärts. Absolut. Gott im Himmel, ey, das war echt tief gebuddelt. 40 Etagen weißt du, was tief. Was ich blöd finde, sie haben es rausgepatcht, dass man nur jeden zweiten Block eine Leiter machen muss. Weißt du, dass mir das überhaupt nicht leid tut für euch Minecraftler? Ich finde das total nervig. So, ja. Ganz ehrlich, das sieht aus, als hättest du einen Sarg im Wohnzimmer. Ehrlich. Meinst du, ich soll das wieder rausnehmen? Nö, warum solltest du? Weil wenn es doof aussieht. Nö. Das meinte ich damit nicht. Ich sag nur, es sieht aus wie ein Sarg. Was kann ich denn bitte mit einem Spinnenauge. Hoppala. Was kann ich denn bitte mit einem Spinnenauge machen? Du hast ein Spinnenauge? Nein. Ich habe zwei Spinnenaugen. Eine Spinne hat nur zwei Augen. Roffel. Ja, die haben sie vorhin gedroppt, als sie mich getötet haben. Na toll. So, was haben wir denn alles, was wir jetzt nicht brauchen? Redstone. Da, zack und bumm. 21 Seile habe ich. Das ist durch die Spinnen gefahren. Jetzt haben wir 4 Diamanten. Holz haben wir tonnenweise, echt. Zäune haben wir auch über 64, über 100. Okay. Ich muss nicht einen herstellen. Das Spinnauge legen wir auch ab. Rope Pork Chop. So. So, ich mach schnell das Zeug raus, bevor jetzt meine ganze Kohle abfackelt. Lava, du hast doch so viel Lava, warum holst du denn nicht mal einen Eimer, der Lava mitträgt? Sowieso das Allergeilste, ein Eiseneimer, der Lava aushält. Ja, Mann. Das ist echt geiler, echt ein geiler Eimer. Und wie heißt es Lava? 2000 Grad? 1000. 1000 Grad. 1000 Grad Schmilzgestein. 1000 Grad aushält, geil. 2000 war jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber 1000 Grad sind es locker. Ich überlege, ob ich mich bergsteigen sehen soll. So, ich muss mir jetzt ein Ziel setzen. Was mache ich als nächstes? Wir müssen forschen gehen, weil ich will das Spiel durchspielen. Ich will also The End schaffen. Gott, oh Gott. Aber was machen wir dafür am besten? Wir müssen auf Reisen gehen oder forschen? Also Eisen habe ich gleich erstmal genug. Ja, es wird eh gleich wieder dunkel. Ich sollte mal die Uhr mitnehmen, wenn ich schon eine mache. Ja, das würde sagen, wenn du dir schon eine mit teurem Gold machst, so eine Rolex, dann solltest du sie dann auch mal benutzen. Oder mitnehmen halt.
So. Das Problem ist, ich habe jetzt der Spinnenspawner, den hatte ich jetzt nicht wirklich mit eingeplant. Ja, das verstehe ich. Da war der Job genau und sowas. Weil ganz ehrlich, eigentlich hatte ich auch vorgehabt, das Ganze unten auszubauen und leer zu suchen und was weiß ich. So, dann ist die. Oh, so gehe ich wieder raus, schnell wieder rein. Eigentlich hatte ich vorgehabt, die Mine unten auszubauen, aber die erstreckt sich sehr weit. Das heißt, überall hier in der Gegend, wo ich jetzt baue, werde ich wieder auf diese Mine treffen. Das heißt, ich müsste eine ganze Ecke reisen. Oh Gott, ist das kompliziert. Ich glaube, ich baue mir einfach ein paar Schwerter, nehme das Nötigste mit und dann gehe ich, gucke ich mal, dass ich so weit davor, so viel erforschen kann wie möglich. So, Gold, Kohle, Holz, Sticks. Das kommt auch mit. Boah, die Fackeln kann ich auch mitnehmen. Cobblestone, was zu essen. Das bringt mir nichts, wenn ich es nicht röste. Das lasse ich hier. Der Eimer bleibt hier, das bleibt mit. Das Holz bleibt auch hier. So, das kann ich auf alles verzichten. Sehr schön. Legen wir es nochmal hin und dann gehen wir morgen auf Erforschung. Da brennt noch ein Zombie. Dass hier ein Enderman in der Nähe ist, ob das ein Hinweis ist, dass es hier irgendwo auch ein Castle gibt? Eine Fortress? Nö, nicht wirklich. Die erscheinen nachts auch einfach so. Ah, okay. Also ich wüsste es zumindest nicht. Und wenn, dann hätte ich echt das Pech, überall Kartels zu haben. Wie gesagt, ich habe nämlich keinen Schimmer davon. Deswegen nee, ich auch nicht. Also ich habe gedacht, das wären einfach nur so Zusatzzombies. Das Ding ist ja, die haben ja so eine Art Aura, sag ich mal. Nicht direkt Aura, aber die dampfen wie die Nethersteine. Also ja. Diese Tore. Und deswegen, ich habe gedacht, das wären einfach nur so Ultra-Zombies, sag ich mal. Oh. So, jetzt haben wir einen Kompass hergestellt. Ich bin ein Genius. So kann ich jederzeit zu meinem Bett zurückfinden. Beziehungsweise zeigt das Ding gar nicht auf mein Bett, was ich natürlich nicht gut finde. Zeigt nämlich auf meinen ursprünglichen Spawnpunkt. Na, ganz toll. So, es ist gerade Tag geworden. Was ist mein Plan jetzt für die nächste Folge? Weil wir müssen nämlich gleich einen Schnitt machen. Ich will ein bisschen erforschen. Ich will mir die Insel mal noch ein bisschen ansehen. Also keinen Holzform, sondern umsehen. Deswegen habe ich extra ein Schwert mitgenommen. Ich erkunde auch mal gern. Also, das ist nicht nur Minecraft, das ist jetzt wirklich Erkunde-Craft. Ja, aber dass der Sumpf größer wird, was wir ja vor einer Weile hatten, da bin ich eigentlich auch ziemlich deiner Meinung. Also, kann sein, dass das Einbildung ist, aber meiner war am Anfang nicht so extrem. Irgendwann hatte ich da auf einmal voll viel braunflächig so Alu. Ich habe ja gesagt. Das ist immer so. Ne, also da ist er nicht größer geworden. Guck, ich habe da vorhin das dieses Loch, was ich vorhin gemacht habe. Ja. Das ist immer noch genau an derselben Stelle. Also nicht näher eingekreistet, meine ich. Ja, also vielleicht dauert das auch. Ein Baum wächst auch nicht innerhalb von einem Tag. Nicht immer. Aber wir machen jetzt erstmal einen Schnitt, denke ich.